Schauen, ob ich hier noch live bin. Ich nur wieder live angezeigt wird und nicht ist. Okay, er zeigt live an, das ist gut. Auch schauen, dass das Auto da ist. So, mal schauen. Okay, ich bin komplett live, das ist sehr gut. Na, dann legen wir mal los mit dem Winter. Du willst eins hier mal lauter schalten, damit es keine Rückkopplung gibt. Na los, lad schneller. Steuerung Shift S? Ja. Ja, das wird heute eine rutschige, was soll ich mal sagen, ein rutschiger Stream. Okay. Ja, das geht auch. Willkommen zurück, Ismail. Einstellungen, Audio, Online spielen. War da irgendwelche Vorgaben oder einfach nur irgendwo am Betriebshof Nordstrecken Express? Zack, das wäre geschafft. Verlassen.
Ich glaube, das ist diesmal gut, weil halt der Sprung da in der Nähe ist. Wie viel Meter? 36. Da hätte ich gar nicht so viel Geschwindigkeit verloren. Geschafft. Okay, mit der Karre doch nicht. Nehmen wir mal ein anderes Auto. Meine Autos. Ich würde machen. Am besten Winterreifen montiert. X-Klasse. Wo ich da vielleicht auch Vans und Pickups. Kann ich hier gleich noch was anderes kombinieren. Zieht er so zur Seite? Okay, ich hole den Ferrari raus. Ich habe ein anderes Auto. X-Klasse ist und Winterreifen hat. Winterreifen. Der sollte fliegen. Wieder 221. What the hell?
Geht doch. Das war jetzt mal richtig nervig. So, meine Autos. Jetzt brauchen wir mal die Vans. Falsche Taste. Winterreifen montiert. Vans und Pickups. Nehmen wir den Ventura mal. Ups. Wieder so eine Sache, die den Stream in Länge zieht. Aber was soll's? Ja, 12 Kilometer. Oh.
So toll Pferde waren es nicht, aber ja. Ist ja auch groß und schwer. Wenn ich mal auf die Autobahn wieder komme. Ah, hier die gerade. Straße gerade runter, machen wir da Marker hin. Noch irgendwas, was ich falsch lasse. Okay, ja. Jetzt. Na, ja, das ist gut, dass ich jetzt zur Autobahn fahre. Mann, sind jetzt hier wenige Autos unterwegs. Sind gar nicht genug Autos auf der Straße, dass ich das mit dem Mist machen kann.
nicht genug Autos auf der Straße. Okay, dann wechseln wir mal das Auto und gehen in Einzelspielermodus. Das ist rausgespielt. Hat er nicht angewählt. So. Jetzt mal kurz. Wenn einen habe ich schon.
Das wird nicht so. Den tut das aber auch nicht. Jede Menge Draufgänger, aber ich brauche ein Nadelohr. Wir fahren zu weit auseinander. Das ist wirklich so eine Sache, das zieht den Stream unnütz in die Länge. Und im Gegenschluss macht das Video für YouTube auch noch länger. Zum Glück. Vans und Pickups. Okay. Lass mal kurz sammeln. Hierhin. Da ich weiß, ich den Punkten kein Fahrzeug habe, in der X-Klasse müsste ich dann eigentlich, wie heißt es so schön, eins in X-Klasse aufrüsten mit Winterreifen. Wobei. Mal gucken. Lass mich die Punkte hier einfügen. Der jetzt da. Ach so, ja, diese neuen Hot Wheels Autos. Und den Shelby. Und dafür müsste ich das DLC kaufen, was satte 9 Euro kostet. Obwohl ich es eigentlich kaufen müsste, weil ich Ultimate habe. Erstmal Autos. Meine Autos. Machen wir einfach nur Vans und Pickups. Und schauen wir mal. X-Klasse und S2. Ich nehme den mal.
Wie viel Meter für? Drei Sterne. 213, ja, das müsste ich mit ihm schaffen. Nicht perfekt, aber geschafft. So. Was kommt jetzt noch, noch dazu? Gucken wir mal hier. Viel zu schnell. Ich tippe schneller, als ich mir denken kann. Ja, das machen wir zum Schluss. Machen wir das mal eben. Taste. Zugelassen Autos. Ich hatte doch. Ist nur den dafür aufgebaut? Mal schauen. Ach ja, die sind noch, das sind die ungetunten. Obwohl es da draußen Jetzt zeigt recht er mir erst kalt die ist, getunten trotzen an. eine Menge Zuschauer diesem Wetter, um sich das Wintersaisonrennen anzusehen. Das hat ganz sicher nichts mit dir zu tun, oder? Ich wusste, dass ich einen RS200 dafür aufgetunt hatte. Okay, noch neu starten. Ich bin ein bisschen deppert gewesen jetzt.
fährt denn der jetzt so schlecht? Normalerweise fuhr immer mal richtig gut. Irgendwas ist mit dem Tür nicht mehr in Ordnung. Aber egal, ich krieg das schon hin. Guck mal, ich noch ein anderes dafür getunt habe. Das ist garantiert nicht mein einziges, was ich auf die Werte getunt habe. Die Filter aktivieren. Ja, ich wusste, ich hatte eigentlich eins dafür noch hochgetunt. Thank you.
Ja, hört sich schon besser. Schön konzentrieren. Konzentrieren und Kontrolle behalten. Weil Audi Quattro brauche ich gar nicht probieren. Das Ding fährt sich wie ein Schlitten. So, Hauptsache ich bin Erster. Deswegen bekomme ich ja irgendwie ein Auto, was ich verkaufen kann, weil ich es nicht brauche.
Simulation starten. Wir haben wieder online. Und machen wir mal ein bisschen was anderes, und zwar im Sinne von, wir machen jetzt mal die Winterspiele. Weiß gar nicht, auf gerade was für Autos es braucht, aber ich habe bestimmt eins dafür.
Was ist eigentlich los mit dem Forza-Servern? Dann machen wir was anderes. Da draußen ist es zwar eiskalt, aber ich bin mir sicher, du wirst bei diesem Saisonrennen deinen Spaß haben. Zieh dich nur warm an. Das wird jetzt lustig. Weil es Winter heißt Rutschbuddy. Das habe ich jetzt nicht auf die Karte geguckt. Achte das, wenn ich sehe, dass eine scharfe Kurve ist. Aber was soll ich mit der eigentlich simpel schaffen?
Ja, guter Vorsprung. Fokussieren, dass sich keinen Unfall bauen oder irgendwas dergleichen. Falsche Taste. Okay, die Karre hat sowas von wenig Leistung.
2. Warum? Ich liebe es, wenn das, wenn Twitch nicht das Spiel erkennt. Oder Twitch buggt einfach rum, weil ich erst Twitch starte und live gehe und dann das Spiel starte. Wahrscheinlich muss ich es umgekehrt machen, damit das Ding das mal erkennt. Falsches Menü. Ich ärgere mich da jetzt nicht. Okay, jetzt ärgere ich mich. Jetzt kommt jetzt die Stelle, die ich so hasse mit der Karet. Das habe ich schon damals mit dem Supra-Rennen. Wie ist das damals? Ist das ein Supra?
sowas von gehasst. Durch den Wagen, den ich schon gerade gefahren bin. Wow. Also, einmal wieder zum Festivalgelände. Auktionshaus. Auktion starten. Ich gehe mal zum... Wo ist denn die Playground? Da. Aber so wie es aussieht, muss ich nochmal das Spiel nochmal neu starten. Da findet man wieder keinen Server, nix. Warte mal kurz, wenn eine Fehlermeldung kommt. Ich gerade richtig lese,
will meine Fritzbox gleich updaten. What? Oh nee, das kann ja gar nicht stimmen. Das ist ja nur mehr für die, die die Standard-Fritzbox-Version drauf haben. Gucken wir mal. Meine Verbindung ist auch noch normal. Ja, meine Fritzbox will auch neu starten. Dann bin ich wahrscheinlich gleich. Müsste ich den Streamer ganz kurz unterbrechen. Weil wenn ich mich den Fritz neu starte, um auch die DSL mit neu zu starten, dann ja, auch erstmal probieren wir es mal erstmal mit dem Spiel Neustart. So, mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Wie definiere Benachrichtigung an? Benachrichtigung für was? Wenn jetzt mal für meine Fritzbox und so, ja, das sehe ich alles auf dem Handy. Und jetzt warte ich erstmal drauf, dass das Spiel jetzt wieder richtig funktioniert. Willkommen zurück, Ismail.
So, dem bin ich jetzt wieder online. Noch verbunden. Dann gucken wir mal. Horizon Live, Festival-Spielliste. Aber Playground zuerst. Also das Switch-Plugin ist auch nicht gerade wirklich hilfreich. Weil das zeigt mir an, es sind zwei Zuschauer und auf der Webseite ein. Und der eine bin ich ja. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, Verbindung. So. Und jetzt heißt es wieder warten für die Spielersuche, die wahrscheinlich wieder fehlschlägt. Oh, doch nicht. Aber jetzt weiß ich, dass ich dem Plugin von Twitch selber die Anzeige oben nicht trauen kann. Die zeigt die Zuschauerzahl nicht zeitkonform an.
What the? Wenn ich aufhöre, das Spiel ist sowieso wieder, sagt, zweiter Platz ausreichend. Mein Team kriegt irgendwie gar nichts hin. Ja, die stehen auch blöd rum. Aber ich rede mich über Playground eh nicht mehr auf. Mann, habe ich hier viele. Ja, der Mini war eine schlechte Wahl. Egal. Wird schon irgendwie klappen. Sowieso, weil einer von denen gequittet hat.
überleben. Na, das wird jetzt auch lustig. Ah, da hat doch geklappt. Einmal Meisterschaftswinner. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich jetzt nicht bekommen. War es Kleidung oder war es ein Auto? Ach, Renault Clio. Autos, Festival, ja. Ja. Das wird gleich verkauft. Renault, Renault.
Esser könnte versteigern. Wird das einzeln verkauft? Dann muss ich da wieder den ganzen Karton voll kaufen. So, vielleicht ist das Auto. Nein. Ich hoffe jetzt nicht. Ich könnte jetzt meinen Charakter wieder mal anpassen, aber nee, kein Bock. Festivalspielliste. Jetzt machen wir das eine Rennen und dann machen wir das machen wir zum Schluss. Ich nehme da eher den hier. Rennveranstaltung starten. Ich habe zwar nicht die Geschwindigkeit, aber die Beschleunigung. Und relativ das Handling. Die bleiben jetzt schön hinter mir.
angenommen. Mal wieder mal ewig zum Laden. Das Hand. Das. Hier ist das Pferd nicht mehr. Da ist aber. Das sollte ich jetzt eigentlich schaffen. Eng reingefahren. Hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht schon wieder zurückströmen muss, wenn ich wieder einen Unfall baue. Das schält gerne mal mit dem Hinterteil aus. Ja, wir müssen ein bisschen zu driften. Das wäre auch geschafft. Na, das kann ich weglöschen, das wäre mit Quotations. Na toll, das ist wieder nur etwas, was es in Russland gibt. Da. Ja.
Wenn es Russland gibt, dann müsste ich einfach mal gucken, ob ich irgendwie mal nach Russland komme. Wobei, ich schaff's doch nicht mehr nach Frankreich. Und jetzt in Corona-Zeit sowieso nicht. Ich glaube, die Pandemie. Jetzt schon fast ein Jahr. Nur Einschränkungen. Zu viel geschlittert. Oh. Och, ich habe einen guten Abstand.
So. Schon wieder ein Auto, was ich habe. Also schon wieder zum, wie heißt es so, zum Festivalgelände und gleich verkaufen. Ach, nur dass Matty jetzt live ist. Okay. Warum zeigt er mir eigentlich keine Zeitstempel an? Chat-Einstellung. Zeitstempel für neue Nachrichten. Ja, wow. Dass Leute noch nicht mal drei Minuten warten können, bis man mal antwortet. Ach. Auktionshaus, Auktion starten. Porsche, wo ist mein Porsche? Auto versteigern. Weg damit. 6 Stunden und bestätigen. Und adios. Festival-Spielliste. Es bleibt noch die Prüfung übrig. So, was braucht es für Autos? Ah, Muscle Cars. Classic Muscle Cars. Okay. Welche B-Klasse? Ja, ich bestimmt. Was? Mal kurz mal hier. Ja, der Bereiter war gleich schnell weg. So. Aber kurz V-Spins. Natürlich mal ein Classic Muscle Car. Weil ich keins habe mit Winterreifen und Allrad.
Festival? Ja. Vorpark. Meine Autos. So, Winterreifen montiert. B-Klasse. Und klassische Massikas. Ja, hab ich sogar. Ach so, der AMC Hornet. Ich glaube, den nehme ich auch. Ich wollte nicht so fest vor Gelände. Oh Mann. Ich bin gerade komplett neben der Spur. Raus. Ja, hat Allrad. Das wollte ich machen. Ja, AWD. All-Wheel Drive. Ja, absolut. Das gibt's nur in Russland. Mann. Mal schauen, ob die Karre eine gute Idee war.
Ich bin zwar nicht Erster, aber hier sind nur vier, das heißt, oh, schon wieder dieselbe Stelle. Da habe ich falsch gefahren. Ah. Die Strecke ist auch viel zu eng. Da irgendwas zu reißen. Da habe ich die Kante nicht geküsst. Schon wieder nur welche Splitter gehabt. Das kann mir egal sein. Jetzt haben wir so oder so gewonnen. Also alle drei landen auf dem letzten Platz. Wahrscheinlich. Oder es passiert sowas. Eine mini bekloppte Kante. Bumm. Ah, ich habe viel zu wenig Leistung in der Karre. Egal.
Wieso steht hier oben weit vor? Weil es wäre nur 15 angezeigt. Wir haben so gewonnen. 2 von 3 schon. Was soll's? Ja, das Ding hat mehr Leistung als ich. Macht man eben. Das. So, hat doch gereicht. Ach, klassischer Rennanzug.
Immerhin, ich hab's geschafft. Diese Woche Events sind erledigt. Zumindest die, die man am Donnerstag, am Tag des der Veröffentlichung machen kann. Somit bin ich jetzt mit dem Stream am Ende. So. Habe ich den Teil wahrscheinlich nur ein Auto noch verkauft? Ja, Renault Clio. Öffnen. Festival Spielliste. Und alles fertig. Ich weiß nicht, da war ich ein wunderbarer Stream. Aber ich hab's geschafft. Ich mache jetzt auch Feierabend. Und dann schaue ich mal, dass ich mein Router neu starte, die eine Setting-Einstellung da hinten wieder rausnehme und dann mal abwarten bis nächste Woche in den Frühling dann und Ende.